bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Er steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Hast du dich schon einmal selbst belogen? Wie verhältst du dich, wenn du etwas tun musst, das du eigentlich verabscheust? Wirst du es tun oder ganz tapfer sein und dich weigern? Wenn das Böse auf dich zukommt, dann vergiss nie deinen inneren Mut. Sei standhaft und das Schicksal wird dich bestimmt belohnen. Robin, du Narr, was haben wir dir zu verdanken? Schick nicht die Schuld auf andere! Verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Matsch, komm hier entlang. Wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Wer es wagt, sich dem Willen des Barons zu widersetzen, muss sterben. Gnadenlos, ergreift sie. Will. Will, bleib nicht stehen, rette dein eigenes Leben. Ich lasse keinen Freund im Stich. Außerdem müssen wir Marianne und Winifred befreien. Schnell da rein! Chef, wir haben Schwein gehabt, die sind weg! Verflucht, da bin ich nun der Anführer einer Räuberbande und sitze bis zum Hals im kalten Wasser, nur um diesen Soldaten zu entkommen! Was soll's, schließlich wollen wir ja Winifred befreien! Ach ja, und wir müssen schneller sein als Robin. Nur so kann ich ihr meinen Mut beweisen. Da sind sie! Greift sie euch! Verdammt nochmal! Robin! Jetzt sitzen wir aber in der Falle. Ein Glück, das ist ein Geschenk des Himmels. Mhm. Was? Was ist das? Was ist jetzt los? Ja. Sie sind verschwunden. Da. Das ist doch nicht zu passen. Wo können die denn hin sein? Keine Ahnung. Ob wir denen vertrauen können, ich weiß nicht. Die sehen aus wie Diebe. Wir sehen auch nicht viel besser aus. Das Einzige, was zählt, ist, dass sie nicht für Lord Elwin arbeiten. Marianne. Marianne Lancaster, seid mir gegrüßt. Dieses Schloss heißt euch willkommen. Ich habe mich als Pfand in eure Hand gegeben. Nun ist die Reihe an euch. Lasst Winifred frei. Die Huntingtons sind meine Erzfeinde. Und jeder, der mit dieser Familie verwandt ist, gehört dazu, mein Fräulein. Ich kann meine Meinung ändern, falls ihr mir etwas entgegenkommt. Entgegenkommt? Das ist doch ganz einfach. Ihr setzt mich in Kenntnis über euer Familiengeheimnis. Familiengeheimnis? Die geheime Inschrift, die auf eurem Goldkreuz eingraviert ist. Ich verstehe kein Wort von dem, was ihr sagt. Haltet mich nicht zum Narren! Was erlaubt ihr euch? Lasst mich los!
Sei sofort still, dummes Mädchen. Bildest du dir tatsächlich ein, du hättest eine Chance gegen mich? Euer aufsässiges Betragen zwingt mich leider dazu, härtere Methoden anzuwenden. Ich verachte euch unendlich. Ihr seid schlimmer als ein wildes Tier. Was zögert ihr noch? Bitte nur zu. Zuerst werde ich euch töten und dann nehme ich mir das Leben. Eure letzte Stunde hat geschlagen. Gilbert! Ihr habt ausgezeichnet reagiert. Danke. Für dein Betragen, hinterhältiges Ding. Aber, was ist hier für ein unschöner Lärm? Aufhören! Oh, Miss Marion, ihr seht mich entzückt. Was seid ihr für eine allerliebste kleine Schönheit? Erhebt euch und fürchtet euch nicht länger, mein schönes kleines Kind. Ihr braucht euch nicht länger zu ängstigen. An Kindesstatt will ich euch annehmen. Ihr sollt haben, was das Herz begehrt. Immer mit der Ruhe, Lord. Marion ist ja gerade erst angekommen. Lasst ihr noch ein wenig Zeit, sich einzugewöhnen. Aber ja, ihr habt recht, Verehrtester. Gilbert, bring sie in ihre Zelle. Sehr wohl. Behandelt es gut, mein feines Täubchen. Lord, bald ist das Vermögen der Lancaster-Familie mein. Und darauf trinken wir ein Glas. Ich komme schon noch hinter das Geheimnis des Kreuzes. Dieser Ritter steht also im Dienst des Lords. Naja, das soll mich nicht länger interessieren. Bist du es? Geh weg von der Tür! Nein! Marion? Ich hab doch eben ihre Stimme gehört. Ich hab mich bestimmt getäuscht. Nun bin ich auch eine Gefangene und kann nichts mehr für Winifred tun. Robin, du bist jetzt unsere einzige Hoffnung. Danke, vielen Dank. Ich bin Edward, genannt Ed. Ich heiße Robin und der da ist Will. So wie es aussieht, habt ihr uns das Leben gerettet. Das ist mein Bruder Chris. Ist es das erste Mal, dass du Rattensuppe isst? Rattensuppe? Stell dir einfach vor, es wäre Hühnerbrühe. Und denke daran, dass es in Lord Elvins Gefängnis solchen Luxus wie eine warme Suppe überhaupt nicht gibt. Ist er wirklich so grausam und unmenschlich? Der Lord ist noch viel grausamer, als ihr denkt. Ist das wahr? Unser Vater wurde von ihm in den Tod getrieben. Du hast dich an Waren bereichert, die dir nicht gehören. Du bist ein Verbrecher und kommst in den Kerker. Kein Wort davon war wahr. Mein Vater hatte keine Möglichkeit, sich gegen diese Ungerechtigkeit zu wehren. Er konnte die Schmach nicht ertragen und nahm sich im Gefängnis das Leben. Erwin giert nach Macht und Reichtum und um das zu bekommen, geht er sogar über Leichen. Das ist ja furchtbar. Licht aus! Erwin, Soldaten, nichts wie weg hier! Dort drüben bringt sie mir! Tote Rolle männlich! Los, beeilt euch! Diesmal werdet ihr es nicht schaffen! Die Huntington-Familie. Immer herein in die gute Stube. Kane war Geschäftspartner unseres Vaters. Wir können ihm trauen. Na, ihr Jungs, wie wär's? Sicher habt ihr Hunger.
Oh, das ist ja toll. So was Gutes habe ich ewig nicht gegessen. Verehrter Herr Kane, wir danken Ihnen herzlich. Meine Hilfe ist ein Freundschaftsdienst an eurem toten Vater. Robin hat ähnlich Schlimmes erlebt. Erwin hat seine Familie umgebracht. Das habe ich gehört. Es tut mir leid. Ein alter Mann wie ich ist keine große Hilfe. Aber ihr könnt auf mich bauen und nun greift zu. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir haben mächtigen Hunger. Vielen Dank, Sie haben uns gerettet. Esst so viel ihr könnt, meine lieben jungen Freunde. Was ist denn, Ed? Chris, Will, mir ist so komisch. Keine Aufregung, es ist nur ein Schlafmittel in eurem Essen. Sie sind Lord Elwins Spion. Erraten, mein lieber Freund, um meinen Reichtum zu schützen, muss ich mich mit der Macht arrangieren. So ist das nun einmal. In dieser Gegend müssen Sie sein. Sucht überall nach ihnen, in jedem Winkel. Wir müssen sie fassen, bevor der Morgen graut. Captain. Ach, Kane, ihr seid es. Donnerwetter, immer noch bei der Arbeit? Wir suchen nach 4 Kindern. Wisst ihr vielleicht, wo sie stecken? Wie niedlich. Da sind ja 2 von den Banditen. Ich habe mir erlaubt, sie ein wenig einzuschläfern. Bitte bedient euch, Captain. Sehr umsichtig von euch. Ich werde dem Lord Bericht erstatten. Vielen Los. Dank, Exzellenz. Falls ihr die anderen seht, gebt mir sofort Bescheid. Mit Vergnügen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Vorwärts! Ich wünsche euch gutes Gelingen. Das könnte dir so passen. Die beiden anderen bringe ich dem Lord höchstpersönlich. Wie lange wollen wir hier noch rumhocken? Wir müssen uns was einfallen lassen. Matsch, nun denk mal darüber nach, wie wir unbemerkt ins Schloss gelangen. Es gibt Gemüsehändler, die ins Schloss fahren, um Waren abzuliefern. Sehr gut, dann fahren wir mit einem Gemüsewagen. Der nächste Wagen fährt leider erst übermorgen. Übermorgen? So lange können wir nicht warten. Lass dir was anderes einfallen, aber diesmal was Vernünftiges. Hast du kapiert? Aua, du blöder Gaul, lass doch wenigstens meine Hand los! Er hat meine Hand gefressen! Oh, du blöder Hackergaul! Psst, wir dürfen hier nicht so laut sein. Und wem haben wir den ganzen Mist zu verdanken? Robin und Will natürlich. Was redest du da? Lass uns gehen, ich habe keine Zeit hier rumzuplaudern. Die Nacht ist bald vorüber. Warte, Chef! Ach, je, das auch noch. Parole! Gott schütze den Lord. Lass ihn durch. Los, mach schon. Eine Gemeinheit, wie der Kerl uns an der Nase rumgeführt hat. Lord Elwin hat treue Diener. Überall sind seine Spione. Was denkst du, was mit Ed und Chris passiert ist? Ich mache mir große Sorgen um die beiden. Sie haben ihr Leben für uns riskiert. Wenn ich nur wüsste, wo wir hier sind. Vielleicht wurde ihr Vater auch von Kane verraten und seinetwegen ins Gefängnis geworfen. Ha ha ha!
das ist auch eine Art Gefängnis. Wir versuchen es gemeinsam. Los, Will, nochmal. Jetzt reicht's aber, verdammt nochmal. Wo sind unsere Freunde Ed und Chris? Genau dort, wo ihr in Kürze auch sein werdet. Und wir haben Schuld, Robin. Wenn wir hier nicht rauskommen, sind wir verloren. Euch. Bitte sagt mir, was euch zu mir führt. Wenn ihr mir die Freiheit wieder schenken wollt, werde ich das nicht von euch annehmen. Was sagt ihr? Für einen Ritter eures Standes ist es wesentlich schlimmer, sich den Befehlen seines Herrn zu widersetzen, als ein Heuchler zu sein. Darum bitte ich euch jetzt, den Raum zu verlassen. Doch eins noch. Falls in dem Ritter, der ihr seid, auch ein Mensch lebt, dann rettet wenigstens die arme Winifred. Wieder frei zu sein ist nur ein schöner Traum. Ein Traum, der sich niemals mehr in meinem Leben für mich erfüllen wird. Hinten, ihr Schurken! Euer Schicksal ist besiegelt, wir sind gleich da. Hör dir diesen verdammten Lügner an. Er hat recht, es ist vorbei, Robin. Wir dürfen auf keinen Fall aufgeben, wir müssen einen Ausweg finden. Es ist sinnlos. So etwas darfst du nicht sagen, Will. Du weißt doch, die Hoffnung stirbt zu allerletzt. Verdammt! Ist schon das Schloss. Zwei fette Täubchen habe ich gefangen. Das gibt eine feine Belohnung. Ja! Hilfe! Er hat angehalten. So, das wär's. Kein Problem mehr, in das verdammte Schloss zu kommen. Ja! Robin! Little John! Aber Will! Hallo, Mudge! Verzieht euch aber schnell! Little John, du hast uns gerettet! Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber eins ist klar, ich hatte nicht die Absicht, euch zu retten. Mit diesem Wagen wollte ich mich ins Schloss schmuggeln, um dort die arme Winifred zu befreien. Aus dem Weg! Hey, warte! Oh, er alarmiert die Wachen! Chef, ich glaube, es gibt Schwierigkeiten. Ihr kommt mir recht. Ihn zufrieden. Oh, sieh ihn dir an, er ist keine Gefahr mehr. Verdammtes Pack, ihr Verräter! Hey, Robin, du bist ein verdammter Schafskopf, hast mir die ganze Tour vermasselt. Hä? Robin! Mach dich auf was gefasst! Na, warte! Das ist genau der falsche Zeitpunkt. Robin, so beruhige dich doch! Holt mich runter, Hilfe! Wie lange dauert das denn noch? Hauen wir lieber ab, Leute, kommt schon! Ist doch besser so. Falls ihr Marion rechtmäßig adoptiert, seid ihr nicht bei Verstand. Ich war noch nie so klar bei Verstand.
Der Zeitpunkt für die Zeremonie ist bereits festgelegt. Selbst ihr mit eurer rabenschwarzen Seele solltet nicht vergessen, dass ihr immer noch ein Mann der Kirche seid. Das bedeutet mir nichts. Alles, was ich will, ist diese Adoption und den damit verbundenen Reichtum. Um auf Marians Gütern in aller Ruhe von dem Vermögen der Lancasters zu leben. Wer spricht denn davon? Das eine schließt doch das andere nicht unbedingt aus. Selbstverständlich bleibe ich in Amt und Würden. Was sagt ihr da? Ehre, Einfluss und persönliche Macht stehen immer in Verbindung zu dem Vermögen eines Mannes. Geld bedeutet alles. Geld ist Macht. Ah, da kommt ihr, mein Kleiner. Lasst mich los, ihr widerliches Scheusal! Herrlich, herrlich, dieser junge, stolze, ungestüme Charakter. Trotzdem seid etwas liebevoller zu eurem neuen Gebieter. Oh. Süßer Trotzkopf. Los, weiter, nochmal, ja! Na, habt ihr jetzt endlich genug? Wenn ich nicht so müde wäre, würde ich Kleinholz aus dir machen. Und ich würde dich in Stücke reißen. Anstatt kostbare Zeit mit euren blöden Streitereien zu verschwenden, solltet ihr zwei euch lieber verbünden, um Winifred zu befreien. Wie bitte? Na los, was gibt's denn da lange zu überlegen? Begrabt das Kriegsbeil. Jede Minute ist wichtig. Du hast recht, ich bin einverstanden. Schon bei dem Gedanken, mit dir Frieden zu schließen, wird mir schlecht, Robin. Wenn es um Winifreds Befreiung geht, muss ich in den sauren Apfel beißen. Aber hört, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ich hoffe, das ist klar. Schön, dass ihr euch so einig seid.